Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Barbecue Tina. Heute gibt es XXL Lammspieße. Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich richtig Hunger auf ein tolles Lammrezept habe. Und was ihr dazu braucht, zeige ich euch gleich. Ihr braucht dazu natürlich Lamm. Ich habe mich für eine Lammschulter mit Haxe entschieden. Die nehme ich gleich auseinander. Dann natürlich ein Olivenöl. Dazu mache ich einen kleinen Joghurt-Dip mit frischer Petersilie, Limette, Knoblauch, Kefir nehme ich für das Lamm zum Würzen. Einfach auch ein bisschen in Olivenöl einmassieren. Spitzpaprika, Grün-Rot und das leckere Shawarma. Das habe ich von unserem türkischen Lebensmittelladen hier um die Ecke. Da bekomme ich auch immer, guckt euch das mal an, echt so viel geil leckere Petersilie her und natürlich Koriander, alles, was man so braucht. Und die Lammkeule habe ich bei meinem Partner Teller Mitte bestellt. Eine Dry-Aged, ja, Lammschulter mit Haxe aus Schottland. Auf geht's. Zack, Handschuh angezogen. Der Kamado läuft, der hat jetzt 150 Grad. Der muss noch ein bisschen mehr Temperatur haben. 200 ist super. Und in der Zeit mache ich mich mal hier an das Lamm, ne? Ich fange jetzt mal ganz vorsichtig an. Waschen wir mal hier einmal runter. Ein bisschen Fett kann man dran lassen. Ich würde das jetzt auch einfach so zerteilen und dann kann man das so wunderschön schon spießen. Dann braucht man gar nicht so viele kleine Würfel machen. Immer stets bemüht. Der Kampf mit dem Lamm. Ich habe ihn gewonnen. Das kommt jetzt natürlich nicht in Müll. Das koche ich jetzt schön zu einem mit Gemüse zu einem Lammfond, weil die Osterzeit geht ja bald los und dann ist so ein selbstgekochter Lammfond Weltklasse. Und jetzt mache ich mich daran. Weiter geht's. Ich habe dieses Lamm so weit in Stücke geschnitten. Man kann es natürlich noch mini, mini, mini klein würfeln, aber wir wollen es ja so ein bisschen grob haben. Jetzt richtig schön Kebi rauf. Das liebe ich. Das ist ein nordafrikanisches Lammgewürz. Jetzt wird es hier einmal durchgeknetet. Und dann fange ich auch gleich das Spießen an. Und nur mal so hier, kannst einmal hier reinfilmen, bitte. Das ist jetzt so Rudis Resterampe, wo ich einen schönen Lammfond von machen werde. Ich knete das gleich noch ein bisschen und dann geht es weiter mit der Spießerei. Schön mariniert und jetzt geht es einfach spießen, was das Zeug hält. Eins nach dem anderen. Schön auf die Finger aufpassen. Und so nehmen wir das ganze Fleisch auf. Einen haben wir. Weiter geht es hier mit dem zweiten. Das lässt sich, muss ich mal sagen, ziemlich gut spießen. Hätte ich am Anfang gar nicht gedacht. Schön bisschen Fett habe ich natürlich dran gelassen. Wisst ihr, Geschmacksträger muss sein. Naja, auch so ein paar kleine Fisseleien. Die verbrennen mir bei den großen Brocken nicht so dazwischen. Da passe ich schon auf. Alles fertig gespießt. 230 Grad haben wir jetzt hier. Und jetzt legen wir die schön direkt erstmal drauf.
damit wir die von allen Seiten richtig gut knusprig kriegen und dann geht es indirekt hin. So. Der Duft ist schon Wahnsinn. Wow. So, jetzt drehen wir das Ganze mal. Schon ein bisschen Farbe bekommen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Weiter geht's. Deckel zu. In der Zwischenzeit, wo die Lammspieße auflegen, machen wir noch einen schnellen Knoblauchdip. Oder einen Joghurtdip vielmehr, aber mit viel Knoblauch auf jeden Fall. Ich liebe diese großen Knollen. Da reicht auch so eine Hälfte, ne? Würfeln war fein. Gehe ich jetzt ratzifatz. Und dann gibt es einfach ein bisschen Limettensaft dazu. Petersilie. Und Cayennepfeffer und Salz. Und das war's auch schon. Und das schmeckt total toll und frisch und passt gerade besonders gut wirklich zu Lamm. Auch zu Lammhack. Kann ich auch nur empfehlen. Nehmen wir die Limette. Also ein bisschen Saft. So von einer halben reicht. Sauer macht lustig, aber so lustig war sie auch nicht. Und dann schön von unserer Blattpetersilie hier. Stängel können wir eigentlich ein bisschen mitbenutzen. Dann schneide ich das jetzt runter. Cayennepfeffer mache ich ungefähr. Naja, was ist das? Ein halber Esslöffel, ne? Das reicht. Gleich, Teelöffel meine ich natürlich. Vielen Dank, Kamerakind Nummer 1. Dann schnippeln wir das noch runter. Rühren das gleich. Dann kann es gleich noch ein bisschen durchziehen. Und Salz nicht vergessen. Kommt gleich noch dran. So, angerührt ist er. Alles dran. So einen schönen Schuss Olivenöl. Rundet das Ganze einfach ab. Dann gucken wir gleich mal, was die Spieße machen. Lasst uns mal rübergehen. Schon mal vorsichtig gelunzt. Das sieht nämlich schon mal ganz gut aus. Kriegen gerade richtig schön Farbe. Jawohl. Dann lege ich die jetzt einfach mal passiv. Boah, die sind schön schwer. Wartet auf mich. Ich hole schnell nochmal Paprika. Die Spitzpaprika. Die können wir nämlich jetzt schön einfach direkt übers Feuer hauen. Oh. Kurz anrösten und Deckel drauf. Habe es jetzt mal ein bisschen gestapelt. Sonst verbrennt es ja. Die hole ich jetzt schon mal runter. Die sind gut. Und dann gebe ich jetzt nochmal die Spieße für den letzten Schliff nochmal schön direkt drauf. Den Handschuh. So. Das waren jetzt so ungefähr 15 Minuten, die sie indirekt lagen. Jetzt kriegen sie nochmal ein bisschen Feuer. Genau, ich hatte sie auch sehr dick gestapelt hier, ne? Aber ich fühle das immer so ein bisschen. Jetzt die letzte Ölung, wollte ich gerade sagen, und nun geht es los. Sie jetzt nochmal 2 Minuten drauf gehabt, bis sie richtig schön kross sind. Jetzt packe ich die hier mal rüber. Und dann geht es weiter. Kommt mal mit. Ist ja immer schwer, ne? Und jetzt bauen wir da mal was zu.
Den ganzen kann ich ja gar nicht greifen. Also machen wir das mal so. Den da hinten halten wir noch fest. Jetzt machen wir einfach ein bisschen Joghurt drauf. Und natürlich ein paar rote Zwiebeln. Schlagen wir den schon ein. Richtig schön fest. Und dann können wir den auch schön anschneiden. Und probieren. Da ist er. Richtig gut. Mega Rezept, ganz einfach. Ihr könnt es natürlich einfacher machen. Euch schon geschnittenes Lamm holen. Dann braucht ihr nur noch Spießen. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Das Falls wir Video nächstes Mal dazu größer, auch. falls wir noch mal größer haben, wir mal. Entschuldigung. Hatte Hunger. Lasst gerne einen Kommentar da, Daumen nach oben. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Bis zum nächsten Mal.